Ja, ich bin glücklich, dass wir keine Verletzung bekommen haben, dass wir zu Ende das Spiel gewinnen konnten. Aber letztendlich, wir haben gegen einen Gegner, das ohne fünf richtige Spieler gespielt haben und haben ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe mir gewünscht, dass wir ein bisschen klar, ein bisschen aggressiver gespielt hat. Das haben wir nicht die ganze Zeit gemacht. Aber es ist ein Vorbereitungsspiel, war, glaube ich, ein gutes Spiel für alle anzuschauen. Und letztendlich, wir haben gespielt vor einem super Cards heute. Was kann man mitnehmen für die Vorbereitung, für die Liga dann aus so einem Spiel? Ja, wir müssen unsere Fehler analysieren und schauen mal, wo wir die Probleme hatten. Was haben wir falsch gemacht, auch was haben wir gut gemacht. Man muss auf das Sachen drauf bauen und man muss halt natürlich auf die anderen Sachen harder konzentriert arbeiten. Auf jeden Fall, also wir wollten uns gut präsentieren vor den eigenen Fans und ich denke, das ist, auch wenn es so ein Vorbereitungsspiel war, beide Mannschaften nicht ganz komplett waren, uns doch ganz gut gelungen. Hat vielleicht einiges noch nicht so ganz gut geklappt, aber man hatte das Gefühl, ihr wolltet den Sieg vielleicht auch ein bisschen mehr als die Münchner. Ja, aber wahrscheinlich, ja. Coach hat gesagt, es ist wichtig, dass wir einen guten Eindruck machen von den Fans, dass wir gleich mit ein bisschen Euphorie reingehen in die Saison. Man darf dem Ganzen nicht so viel beimessen. Ja. Beide Mannschaften trainieren viel, trainieren hart. Wir kamen aus dem Trainingslager. Kräfte sind nicht da, aber trotzdem im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. Trotzdem, rund 250 Tage ist es her, dass ihr das letzte Mal vor eurem Publikum gespielt habt. War heute schon wieder phänomenal, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön in der Halle, auch wenn es nicht ganz ausverkauft war. War eine gute Atmosphäre, ab und zu ein bisschen vor sich hingeplätschert, ist aber normal bei einem Vorbereitungsspiel. Aber ich glaube, die Fans sind glücklich mit der Mannschaft, viele spektakuläre Aktionen und ich denke, das macht Lust auf mehr.